Alles wird wieder gut. Fürst Sakai, ihr seid es. Kennen wir uns? Letzten Frühling habt ihr das Okada-Gehöft besucht. Die Mongolen sind jetzt dort. Morden und brennen. Es ist furchtbar. Ich erinnere mich. Ich lasse die Mongolen den Hof nicht zerstören. Fürst Sakai! Kenji, was macht ihr denn hier? Etwas ist ziemlich schiefgelaufen, mein Herr. Was habt ihr getan? Nichts. Die Mongolen haben all unser Essen genommen. Reis, Hirse, Fisch, alles, was sie bekommen konnten. Wir verhungern. Ihr sagt, wir. Das ist nicht euer Hof. Ich habe über das nachgedacht, was ihr sagtet. Und ich versuche, den Bauern hier zu helfen. Wo ist das Mongolenlager? Wer weiß, sie kommen nur alle paar Tage, nehmen das Essen und gehen wieder. Ich könnte sie überfallen. Sie haben Geiseln und so einfach ist es nicht. Wenn wir keine Nahrung produzieren... Es gibt sicher einen Weg, sie zu finden. Gibt es. Wird euch nicht gefallen. Das werde ich selbst entscheiden. Beendet die... Kommt, ich zeige es euch. Wir müssen das Essen bündeln und an den Strand legen. Das ist alles von diesem Hof? Vom Hof, aus verlassenen Häusern, geangelt und gejagt. Nur um die Bäuche der Feinde zu füllen. Wie seid ihr denn überhaupt hier gelandet? Als die Mongolen erfuhren, dass ich zu euch gehöre, wurde es gefährlich. Ich dachte, ein abgelegener Hof sei sicherer. Essen und Trinken für die Mongolen. Aber dieses Sake-Fass ist leer. Ihr wollt die Mongolen noch mehr verärgern? Nicht ganz. Das Fass ist groß genug. Genug für einen bewaffneten, heroischen Samurai. Wisst ihr, was besser passen würde? Ein wappliger, wendiger Sake-Händler. Die Mongolen werden das Fass mitten in ihr Lager tragen. Wer könnte dort mehr ausrichten? Ich oder ihr? Warum lasse ich ständig zu, dass ihr mich in Dingen versteckt? Weil es funktioniert. Hier drin riecht es nach eurem Atem, Kenji. Das Fass hat sich nicht alleine geleert. Es geht los, mein Herr. Da kommen sie. Und die Tergen da. Ja, ja. Gehört alles euch. Nehmt nur, nehmt nur. Master Moriga. Nein, nein, nein. Das ist Miko. Miko ist mein Pferd. Meins. Nadamata, modernich hozon. Au. Das dürft ihr nicht. Miko, nein. Kenjis Plan hat funktioniert. Negium Jacinta! Ich bin der Gorbe! Du hast das Stand!
Nicht. Wir sind gerettet. Bringt diese Nahrung zu eurem Hof und Kenji die gute Nachricht. Kenji? Warum sollte ich ihm was anderes geben als eine Tracht Prügel? Was meint ihr? Diesem Narren haben wir das hier zu verdanken. Er wollte ein Geschäft mit den Mongolen. Oh, Fürst Sakai. Das war unglaublich. Kenji, sake saufendes Stück Affendung. Ich kümmere mich darum. Rechtfertigt euch. Ich verkaufte den Mongolen Nahrung, aber gab ihnen stattdessen Stroh und Holzspäne. Für den Profit? Damit die Bauern Nahrung haben. Dachtet ihr, die Mongolen merken das nicht? Nicht so schnell. Plötzlich gab es Bestrafungen und Geiseln und es hieß, gib uns Nahrung oder wir töten dich. Ich hätte euch nicht ermuntern sollen, euch nützlich zu machen. Was? Nein, nein! Ihr hattet recht, Fürst Sakai. Ich kann Gutes tun. Ich brauche nur Übung. Aber übt nicht, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Ja, mein Herr. Ihr habt Glück, dass der Samurai euch verschont hat. Tut mir leid, Taro. Ich wollte nur helfen. Ihr wollt Hilfe? Erstickt an einem Reißball. Ich merke, dass ihr gerade nicht darüber sprechen wollt. Bis bald, Taro. Zündet euch an und umarmt eine Mongolenbombe. Der Freundin meiner Frau saß ihn tot. Sie war auf einem Hof der Mongolen gefangen. Sie ist gerade bei... In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Wir sehen uns wieder. Braucht ihr einen Schwertschmied, mein Herr? Ausbalanciert, scharf und tödlich. Möge euer Stahl ins Glück bringen. Dass es vergiftet war. Der andere Mann trank. Es ist schön, hier ein wenig Hilfe zu haben. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen.
Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's. Warum sollte der Khan hier raufkommen? Er will zum Festland segeln und es überfallen, so wie hier. Wenn wir ihn aufhalten wollen, dann jetzt. Diese Blumen. Wie die, aus denen ich mein Gift herstelle. Die Mongolen haben sie hier gepflückt. Als Waffe gegen uns. Taten wir bei der Burg deines Onkels das Richtige? Ich wollte den Khan unbedingt aufhalten. Du konntest nicht wissen, dass er von dir lernt. Es war dennoch riskant. Jetzt leidet unser Volk vielleicht noch mehr. Du hast recht. Wir müssen ihn töten. Und zwar bald. Vorne kommen wir nicht rein, aber wir könnten über die Klippe klettern. Und hinten durchschleichen. Geh voran. Was ist in all den Fässern? Vorräte? Blumen. Gift. Ein Fass kann leicht Hunderte töten. Der Khan wird sie gegen das Festland einsetzen. Er darf Tsushima nicht verlassen. Vom Leuchtturm können wir den Izumi-Hafen ausspähen. Direkt hinter dir. Mm-hmm.
Sieh dir die Wellen an. Ganz flach. So sehen sie vor einem Sturm aus. Der könnte von Vorteil sein. Ich lasse den Leuchtturm vorerst dunkel. So hilft er dem Mongolen nicht, wenn der Sturm losgeht. Du kannst ihn wieder anzünden, wenn sie weg sind. Schauen wir uns den Hafen an. Hier drüben. Überlegen wir uns einen Angriffsplan. Dieser Grat bietet freie Sicht auf die mongolische Flotte. Was wir mit eigenen Hawatschas mit ihren Schiffen machen könnten. Kein einziger Mongole in dem Gebiet. Zu offen, nicht zu verteidigen. Aber sehr gut für einen Hinterhalt. Wir könnten Schützen dort platzieren. Dann müssten die Mongolen bergauf kämpfen? Khotun würde uns mit Reitern in die Zange nehmen. Siehst du, wie die Vögel kreisen? Als hätten sie Angst, dass da etwas kommt. Der Sturm. Sie sammeln sich, um Schutz zu suchen. Das Haus des Hafenmeisters. Bestimmt hat der Khan sich dort eingerichtet. In der Nähe der Kais und seiner Flotte. Ergibt Sinn. Der Khan ist bereit für die Überfahrt zum Festland. Mit Schiffen voller Männer, Sprengstoff und meinem Gift. Halten wir ihn hier nicht auf, wird das Shogunat fallen. Der Sturm könnte uns zum Sieg verhelfen. Wenn er einsetzt, muss der Khan seine Flotte in die Bucht bringen. Dann schlagen wir zu. Zerstören seine Schiffe und alles an Bord. Dazu brauchen wir mongolische Waffen. Ganz leicht für eine Meisterdiebin. Wir brauchen auch Kämpfer. Ein paar lenken die Mongolen ab. Ich dringe in den Izumi-Hafen ein und töte den Khan. Könnte klappen. Wir sollten uns in Yogaku vorbereiten. Entsetzliche Dinge geschehen auf den Straßen von Sago, mein Herr. Die Mongolen kontrollieren die Menschen gern durch Angst. Das hier war aber mehr. Ich sah sie einen Mann an einem Baum aufhängen, vor den Augen seines Vaters. Ich höre noch die Schreie des Vaters. Ich finde sie, bevor sie noch mehr anrichten. Ich habe gute Neuigkeiten. Wie sehen die Pläne aus? Kenji weiß, wo wir von den Mongolen Watchers stehlen können. Ich breche gleich auf. Ein guter Anfang. Aber wir brauchen mehr Kämpfer. Nein. Mein Onkel will genau wie wir den Khan tot sehen. Er wird sich anschließen. Er wird dich einsperren. Ich schreibe ihm eine Nachricht und lege sie in sein Quartier. In einer Burg voller Samurai. Ich bin weg, bevor sie mich bemerken. So. Hoffentlich liest mein Onkel es. Ich lasse dich nicht gehen ohne gutes Pferd. Ich kann es nicht zurückholen. Aber gib einem von diesen eine Chance. Ich werde dafür sorgen, dass ihr stark und sicher seid.
Ganz ruhig. Alles gut. Ich bin ein Freund. Wie soll das Pferd heißen? Kase, schnell wie der Wind. Gute Wahl. Wie gelangst du in die Burg deines Onkels? Ich wuchs dort auf. Ich kenne jeden Geheimgang dieser alten Gemäuer. Selbst damals konnte Fürst Shimura nicht mit mir mithalten. Jin, warum seid ihr weggelaufen? Ich wollte einen Aal fürs Abendessen fangen. Und wolltet ihr ihn mit bloßen Händen fangen? Ryuzo sagte, ihr verstoßt mich, sobald ihr einen eigenen Sohn habt. Jin, kommt hier. Euer Freund irrt sich. Der Weg kann ein Leben lang dauern. Doch ich gehe ihn mit euch. Immer. Klippenwand beobachten sie nicht. Kälter als letztes Mal. Seid vorsichtig, Geist. Die Samurai suchen nach euch. Wenn ich die Wachen angreife, haben die Recht, die mich Monster nennen. Offenbar hält Fürst Shimura später eine Rede vor dem Hauptgebäude. Er will die Männer versammeln. Vielleicht marschieren wir noch gegen den Kampf. Thank you.
Loslass. Atmet erst aus, dann lasst ihn fliegen. Tut mir leid, ich bin nicht gewohnt, das für einen Samurai zu tun. Stimmt etwas nicht, mein Herr? Ich inspiziere jeden Wagen, bevor er zum Punkt fährt. Ich muss warten, bis die Wache ihn durchsucht hat. Huh?